Ihr habt einen Platten und wollt jetzt einfach mal den Schlauch wechseln oder vielleicht einen Reifen tauschen, dann bleibt dran. Euer Reifen ist platt, meiner auch. Zumindest haben wir für euch mal die Luft rausgelassen. Und ich zeige euch jetzt die Schritte, die ihr braucht, damit ihr den Schlauch wechseln könnt. Erster Schritt ist, sucht euch einen sauberen Untergrund, wo ihr danach gleich den neuen Schlauch oder auch den Reifen, die Innenseite irgendwie nicht in Dreck legt. Wir haben uns hier einen Teppich in den Wald gelegt, kann man auch mal machen. Und jetzt geht's los. Erster Schritt ist, ihr braucht erstmal natürlich euer Laufrad, das baut ihr entsprechend aus und achtet darauf, nicht auf die Bremsscheibe zu fassen, damit ihr diese nicht einfettet. Dann braucht ihr Reifenheber in den meisten Fällen, neuen Schlauch oder Flickzeug, je nachdem, was ihr haben wollt, und am Ende eine Pumpe zum Wiederaufpumpen. Der erste Schritt ist, dass ihr den Reifen so zusammendrückt, also in die Mitte drückt, einmal rundherum. Das hat den Vorteil, dass der Reifen sich überall lockert und viel, viel lockerer drauf sitzt. Den hier kann ich jetzt sogar mit den Fingern abmachen. Das mache ich aber nicht, weil ich euch zeigen will, wie es geht. Ihr nehmt jetzt so einen Reifenheber, das sind jetzt zwei Stück. Der hat zwei Seiten. Ihr habt hier oben so eine, ich sag mal, so eine Nase, so eine Kante. Und ihr habt hier unten so einen kleinen Haken. Und die Nase ist dafür da, und das machen wir nicht am Ventil, weil hier meistens ein bisschen mehr Schlauch ist, gehen wir ein bisschen weg, dass ihr den hier zwischen Reifen und Felge machen könnt. Der Reifen eignet sich super, weil der einfach total viel Platz hat. Hier dazwischen, und dann könnt ihr den Reifen rüberziehen. Hier könnten wir wahrscheinlich jetzt einfach lang ratschen und dann würden wir den Reifen lösen. Ich zeige euch aber einmal, wie es bei schwierigeren Reifen geht. Ihr könnt diesen Haken dann hier einhaken, dafür ist er da. Und nehmt jetzt einen zweiten Reifenheber und platziert den ein paar Zentimeter weiter daneben. Und jetzt können wir den einfach einhaken. Und ihr seht schon, der Reifen ist eigentlich schon raus. Und jetzt gehe ich hier mit dem Reifenheber einmal lang. Und jetzt ist der Reifen halb ab. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden, entweder lasst ihr den Reifen halb, dann ist der Einbau vom Schlauch relativ easy. Und jetzt müsst ihr noch den Schlauch rausnehmen. Alternativ könnt ihr den Reifen auch ganz abmachen. Das mache ich gleich einmal, um euch zu zeigen, wie ihr den Reifen, falls er euch ganz abgeht, wieder richtig aufbaut. Ihr dreht einfach die Rändelmuttern ab, nehmt den Schlauch raus und jetzt habt ihr den Reifen. Wenn ihr jetzt, das machen wir mal, den Reifen komplett abgenommen habt aus Versehen oder weil er auch kaputt ist, dann habt ihr jetzt noch einen Schritt zu tun. Und zwar habt ihr irgendwo durch einen Platten bekommen. Es kann sein, dass ihr einen Snakebite hattet, also so einen Durchschlag, dass sozusagen ihr auf eine Kante gefahren seid. Dann ist das durchgeschlagen und dadurch ist der Schlauch kaputt. Dann ist der Reifen in der Regel, hat der keinerlei Beschädigungen, die da drin stecken. Aber vielleicht habt ihr auch einen Dorn oder eine Glasscherbe. Dann könnt ihr jetzt mit den Fingern einmal durch den Reifen gehen, um zu gucken, ob ihr irgendwo spitze Sachen findet, Gegenstände, die durchgestochen sind, oder auch einfach Steine rausholen. Wichtig dabei, guckt gleichzeitig mit dem Auge ein bisschen, was kommt. Falls ihr ein fetter Dorn oder eine Glasscheibe drin steckt, dass euch nicht die Finger kaputt macht. Hier ist nichts drin, weil wir ja nur einen Fake-Platten für euch haben. Also alles easy. Und jetzt wollen wir aber den Reifen erstmal wieder rauf machen, bevor wir den Schlauch montieren. Dazu richten wir jetzt die Felge so aus, dass sie nach links steht. Das heißt Bremsscheibe linke Seite. Warum? Weil das die Fahrtrichtung ist. Und auf dem Reifen selber habt ihr auch eine Markierung. Auf jedem Reifen ist immer eine Markierung drauf, so eine Rotation-Markierung. Gucken, wir haben jetzt hier vorher nicht geguckt, wo die ist, weil meistens findet man die relativ easy hier. Kann man es vielleicht leicht erkennen, da ist dann so ein Pfeil drauf und da wird dann die Laufrichtung angezeigt. Pfeil zeigt nach da, das heißt, der Reifen muss in die Richtung nach vorne abrollen. Das machen wir jetzt. Da wir es ja auch cool machen wollen, so als kleiner Tipp, also Laufrichtung, Pfeil nach da, linke Seite, Bremsscheibe, also so ist dann alles richtig. Wir machen jetzt den Schriftzug ans Ventilloch. Zum einen sieht es ein bisschen professioneller aus und gut, andere sagen auch, man findet dann das Ventil leichter. Ich persönlich hatte jetzt noch nie Schwierigkeiten, das Ventil zu finden, aber auch das muss jeder für sich entscheiden. Und wie habe ich es jetzt gemacht? Ich habe die Felge unten einfach auf dem Reifen raufgestellt und habe dann den Rest des Reifens raufgezogen. Ja, und damit haben wir jetzt erstmal schon die Basis für einen neuen Schlauch. Hier ist unser Ventilloch, das stellen wir nach oben. Und jetzt nehmen wir uns einen neuen Schlauch. Ich nehme in dem Fall einfach mal den Schlauch, der drin war. Ist das gleiche wie ein neuer, der ist ja noch heile gewesen. Hier haben wir jetzt das Ventil. Das stecken wir erstmal durch. Und
Jetzt könnten wir auch eine Rändelmutter so ein bisschen drauf machen. Ich mache es jetzt mal ohne. Und hier müsst ihr einfach aufpassen jetzt bei dem Ganzen. Ihr seht, der Schlauch liegt auf dem Boden, der liegt hier auf dem Teppich mit zwei Blättern, das ist nicht schlimm. Aber dass ihr das nicht in Schmutz legt, weil wenn hier jetzt überall Sand dran klebt an so einem Schlauch, dann kann es natürlich auch viel leichter beim Zusammenbauen wieder einen Defekt geben. Und jetzt pumpe ich den Schlauch einfach nur leicht an, sodass er ein bisschen rund wird. Das erleichtert mir gleich den Zusammenbau enorm, weil jetzt lege ich den Schlauch einfach rein. Ich ziehe hier unten nochmal die Hand lang, damit der Dreck abgeht. Ja, nichts dran. Alles easy. Und ich persönlich, da gibt es aber auch verschiedene Philosophien, fange beim Ventil an. Das heißt, hier drücke ich jetzt den Reifen rein auf die Felge. Und warum mache ich das? Weil das Ventil, der Schlauch an dem Bereich meistens mehr Futter hat. Und jetzt kann ich auch das Ventil ein bisschen reindrücken. So. Und jetzt sehe ich, okay, ich kann das hier ganz gut sehen. Der Schlauch sitzt jetzt wirklich im Reifen und nicht zwischen, das passiert manchmal nämlich auch, zwischen Felge und Reifen. Und darum fange ich immer im Ventil an. Und jetzt drücke ich den weiter. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ach, der Reifen, der ist so dankbar. Mit dem geht das irgendwie alles ohne Werkzeug. Aber ich zeige euch mal, was ihr machen müsst, wenn ihr jetzt hier nicht weiterkommt. Also hier würde ich sogar noch komplett einen draufkriegen. Und wenn ihr jetzt zu Hause steht und das geht nicht, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt hier überall den Reifen nochmal reindrücken. Dadurch macht ihr ihn wieder in die Felgenmitte und habt den Vorteil, dass ihr einfach einen lockereren Reifen habt und könnt ihn besser rüberziehen. Oder ihr setzt hier dann mit dem Reifenheber umgekehrt an, also mit der Kante so, und könnt dann, und hier müsst ihr dann festhalten, damit er da nicht runterfloppt, einfach den Reifen rüberheben. Zack, jetzt ist er drin. Wenn ihr das hier macht, nur darauf achten, dass ihr nicht den Schlauch mit dem Reifenheber einklemmt. Und ganz ehrlich, das war es schon fast. Jetzt pumpen wir das Ganze mal auf. Wichtig hierbei, vielleicht noch einmal, das Ventil muss gerade stehen. Guckt, dass das Ventil gerade steht. Wenn das jetzt schief wäre, bitte nochmal auseinanderbauen und nochmal gerade den Schlauch einsetzen. Weil dann kann es sein, dass es euch irgendwann beim Fahren abreißt. Ich mache jetzt einfach hier die Pumpe drauf. Lass mich für den Mücken stechen und pumpe ein bisschen. Und dabei ist es so, dass der Schlauch den Reifen natürlich auffüllt. Das wird wahrscheinlich gleich ein bisschen knallen, weil es sein kann, dass der Reifen sich in der Felge nochmal setzt. Und das soll er ja auch. Ja, Luft ist drauf zu 2 Bar. Tendenziell würde ich einen Tick weniger fahren. Jetzt noch diese Rändelmutter und dann gibt es noch einen Trick und Tipp zum Schluss. Also erstmal das Ventil wieder zudrehen, wenn es ein französisches ist. Diese Ventilmutter könnt ihr rauf machen. Warum macht man die rauf? Zum einen, damit das Ventil gehalten wird, damit hier jetzt auch kein Schmutz groß reinkommen kann. Und dann, ja, der Schmutzschutz fürs Ventil. Hier sehen wir bei dem Reifen jetzt, dass der, ich hoffe, ihr könnt das sehen, hier gut sitzt und hier verschwindet der Reifen in der Felge. Das heißt, wenn wir den Reifen jetzt anbauen, das Rad, dann wird das eiern. Was kann man machen? Wir können mal probieren, ob es funktioniert. Entweder zieht man das so mit der Hand raus. Das kann man dann so machen. Dadurch kann ich den Reifen so ein bisschen rausziehen. In dem Fall ja, hat es ein bisschen geholfen, noch nicht komplett. Müsste ich nochmal nachziehen, also es hat aber ein bisschen geholfen. Was auch hilft, ist noch mehr Druck auf den Schlauch zu geben, aber nicht zu viel. Und dann ploppt der alleine so ein bisschen weiter. Oder es gibt auch spezielle Mittel dafür, die kann ich dann hier auf die Reifenflanke machen. Dann springt der Reifen automatisch rein. Also keine große Sache, das ist jetzt nur sozusagen der letzte Tipp, wenn es perfekt werden soll. Ein, zwei Hinweise würde ich doch noch geben wollen, weil ich habe schon vieles gesehen. Wenn ihr die Reifenheber nehmt, ist das super, aber nehmt keine aus Metall. Es gibt die aus Metall, wirkt hochwertig, ist aber was, was echt quick kaputt macht. Zum einen macht ihr mit dem Metallreifenheber gerne die Felgen kaputt, der Schlauch geht schneller kaputt, aber gerade auch wenn ihr Carbonfelgen habt oder ähnliches, zerstört das eigentlich das Material, also bleibt dabei Kunststoff. Wenn die mal durchbrechen, kann das sein, kauft euch einfach eine Handvoll, dann habt ihr genug da. Pumpe braucht ihr dann am Start, nehmt eine Standpumpe am besten für den optimalen Druck und dann könnt ihr losrollen. Ihr könnt auch flicken, das machen wir jetzt aber hier in dem Video nicht, weil das irgendwie, ja, glaube ich, keine so gute Idee mehr ist. Also neuer Schlauch macht da mehr Sinn.
Und jetzt allzeit gute Fahrt. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr von diesem Video sehen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kümmere mich jetzt um die Mücken und baue das Vorderrad wieder ein. Und wir sehen uns ein andermal. Ciao, ciao.